Bei schweren Busch- und Waldbränden auf der Insel Maui im US-Bundesstaat Hawaii sind Lokalbehörden zufolge mindestens 36 Menschen ums Leben gekommen. Alle 36 Opfer seien in der am stärksten betroffenen Küstenstadt Lahaina im Nordwesten Mauis gestorben, teilte der Bezirk Maui County am späten Mittwochabend mit. Zudem habe es Dutzende Verletzte gegeben, berichtete der Sender Hawaii News Now. Es war zunächst nicht klar, ob die Bezirksverwaltung mit weiteren Toten rechnet. Mehrere hundert Familien verloren ihre Häuser. Der bei TouristInnen beliebte historische Ort sei weitgehend zerstört. Der Sender berichtete am späten Mittwoch, das Feuer in Lahaina sei weiter aktiv und außer Kontrolle. Zudem gäbe es auf der Insel zwei weitere große Feuer, die nicht unter Kontrolle seien. Feuer wüteten auch auf der östlich gelegenen Nachbarinsel Hawaii, der größten Insel des gleichnamigen Bundesstaats. Für die beiden Bezirke Maui und Hawaii wurde der Notstand ausgerufen.